und willkommen zurück zu Let's Play Link's Crossbow Training. Wir sind stehen geblieben beim letzten Mal bei Level 4 und ja. Es fängt an mit dem Wasserfeld am Soderfluss über den Friedhof und dann zu den Wald der toten Taranteln. Ich würde sagen, Wasserfeld am Soderfluss ist wieder ein Level mit gut Zielen und Feuern. Und ja. Legen wir los. Hat gerade noch Punkte. So, drittes anderes alternatives Level dank Vogelzeug. Ach, fuck, am Schluss nur Minuspunkt erwischt. Ah. Was ich mich immer frage, kann man bei diesen Level aufsuchen oder muss man drauf verzichten? Okay, Friedhof am Schloss hier in Ruhe. Punkte. Erledigt. So, somit sind wir. Ja, wir haben Bronze schon mal. Also haben wir das nächste Level freigeschaltet. Also, yay, Part 5 ist schon gesichert. Weil sonst muss ich ihn nochmal machen und das will ich nicht. So, toten Tarantel besiegen. Ich werde wieder in hier laufen rum und. Nur, dass die eben zwei Schüsse brauchen, anstelle von. Ja, die an den Decken in den Wänden. Thank you.
So, 6000 Punkte, das können wir alles schön toppen. Nun ja, dafür haben wir die Bronzemedaille und wie schon gesagt, ich setze nur darauf, einfach alle Level gezeigt zu haben. Und wenn möglich, dann auch die Challenges, die Level insgesamt zu schaffen. Das heißt, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir Level 5 bestreiten werden. Und bis dahin, tschö, Leute.